Ja, du kannst gerne mal eine Anatomieprobe würfeln oder auch eine, ja, Tierkunde. Ist dir Die überlassen. Kunde finde ich besser. Du gehst noch ein bisschen umher, hebst mal den einen oder anderen Stachel auf, der hier umherliegt. Die sind ziemlich lang. Ja, wie gesagt, so ein Stachelschwein eben, die sie dann abschießen, ungefähr einen halben Meter. Ziemlich dünn. Und du kannst auch sehen, dass daran Blut haftet. Hat sich wohl irgendwie noch verteidigt. Magnus, ab jetzt macht er diese Geste mit dem Finger vorm Mund. Magnus knurrt dich an. Nein, das meine ich nicht. Er schnappt nach deinem Finger. Würfel mal eine Intuitionsprobe. Dann kannst du deinen Finger schnell genug wegziehen. Herzlichen Glückwunsch. Stinkmöbel, das Insektenschutzmittel. Der Geruch vertreibt Flöhe, Läuse, Wanzen bis hin zu 2 Schritt Entfernung. Wirkt aber auch gegen die meisten Fliegenmücken und Bremsen. Charisma des Anwenders sinkt aufgrund des Geruches um 4 Punkte, solange er das Ganze bei sich aufgetragen hat. Haustiere und andere Wesen, die sich stark am Geruch orientieren, meiden den Anwender und haben oft ernsthafte Schwierigkeiten, ihn wiederzuerkennen. Loyalitätsproben sind um 4 erschwert. Zusätzlich dein Charisma gesenkt. Na gut. Magnus wird es auch, bleibt an der Leine, aber wird nicht in den Rucksack gesteckt, weil auch ein Tier, das hat auch eine Persönlichkeit, das muss alles ausgelebt werden. Das kann man doch gut in Fancy Grounds die Werte eintragen, und zwar unter Charakter, Werte. Da kann man einen Modifikator eintragen. Da können wir schön Charisma minus 4 eintragen. Dann wird der Wert auch blau angezeigt, das weiß, dann weiß man, ah, okay, dieser Wert ist modifiziert. Das ist für uns ganz praktisch, dass wir wissen, ah, dann, ja. Genau, dann kannst du sozusagen so darüber reden. Ich mache jetzt mal eine Überredenprobe zur Ansicht. Dann sieht man direkt, dass das dann auf den neuen Charisma-Wert gewürfelt wird. 15, 14, 7. Weil gesenkt um 4. Also gut, dann in Schützenreihe weiter bewegen. Ich werde am besten ganz hinten sein, um die Nachricht zu bilden. Wie gesagt, Handzeichen werden mir gegeben. Ich will hier niemanden haben, der laut umherruft oder schreit. Wer macht den Anführer? Da ich nicht weiß, was eine Schützenreihe ist, marschiere ich einfach mal voran. Gut, gehst du als Erster. Geron wird dann versetzt gehen, ungefähr, ja, etwas weiter hinter dir, auf deiner rechten oder linken Seite. Genau, können wir einfach mal demonstrieren. Das heißt, du machst den Anfang hier, Geron steht da, der nächste steht dann wieder hier, mal wieder versetzt Sollte der hinter dir. Führer, sollte einer der Führer nicht besser hier stehen, weil die Sichtweite schon nicht so hoch, dass Jalan die absolut richtige Richtung läuft. Wollte einfach nur mal demonstrieren, wie eine Schützenreihe aussieht. Ja, aber ich dachte, wir könnten jetzt einmal die Schützenreihe festlegen, der wir laufen, falls irgendwas passiert. Okay, dann machen wir das. Dann könnt ihr ziehen, wie ihr mögt, sodass dann im Falle Wir eines können ja, wir Kampfes. können, wir können ja so ziehen. Guck mal, so verbrauchen wir viel weniger Platz, wenn wir die so anheften. Dann ist das immer sozusagen ein Mann Platz dazwischen ist. Der Platz hier zwischen kann ja sozusagen imaginär größer sein. Genau, also ist er auch, damit man kein ja, Ziel bildet, Ich was würde von einem hier einzigen Pfeil aber getroffen an wird. einen Führer einsetzen. Hier an dieser Stelle, weil sozusagen ne, der Führer immer recht schnell sagen kann, ja links, rechts, Stopp, halt, weiter. Geron kann das ja auch. Achso, ich wusste nicht, dass Geron auch mal Maraskan-kundig ist und der Führer darstellt. Genau, also Geron hat ja schon einige Erfahrungen im maraskanischen Dschungel gesammelt. Vibun hingegen hasst das Ganze. Der war wohl auch schon mal hier, aber noch nie so tief im Dschungel. Deswegen ist er auch als befehlshabender Offizier, macht er dann eben das Ganze von hinten und sicher nach hinten ab. Ja, Könnt ihr euch mal ich detoniere einbringen, ja wenn auch man von ihn hinten. dann. Na klar. Schon verstanden. Ja, dann zieht mal eure Token, wie ihr das haben wollt, und dann könnt ihr in dieser Schützenreihe durch den Dschungel laufen. Wie gesagt, da ist dann ein ziemlich großer Versatz noch dazwischen. Also, das sind dann, weiß ich nicht, so 2 Meter nochmal, die hier zwischen sind.
Ja, ihr seid am letzten Tage, ja kurz nach diesem Regenguss, seid ihr mit dem Fischerboot hier angekommen, habt dann nur noch wenige Meter durch den Dschungel gemacht. Genau konntet ihr das nicht einschätzen. Und ja, jetzt müsst ihr wohl im Laufe des Tages 5 Meilen machen. Das Wetter ist ziemlich schwül, heiß, die Luftfeuchtigkeit ist hoch und die bedrückende Stille ist immer noch vorhanden. Ihr wisst natürlich, dass es dann nachts wieder losgeht. Das wurde euch jetzt schon mehrfach erzählt. Habt das auch dann von eurem Schiff aus gesehen, als ihr dann entlang gefahren seid, dass immer nach diesen Regenfällen es sehr, sehr schnell sehr laut geworden ist. Dann ist die Sonne untergegangen und dann hatte man ja eh die Insel nicht mehr im Blick. Aber man hörte sie trotzdem. Und so geht es voran. Es ist unglaublich schwer. Die Farne und Gräser, die hier stehen, sind mitunter nicht nur hüfthoch, sondern auch mannshoch, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Und so ist es extrem schwer. Teilweise kann man sich dann nicht nur mit dem Hackemesser durch die Lianen hindurchhauen, sondern dann wuchern hier Ranken umher. Und man muss sich abbücken, unter den Ranken hindurchklettern, kriechen, durch das Dickicht sich pirschen, teilweise nicht nur auf allen Vieren, sondern dann ja auf dem Bauch hindurchkrabbeln und kriechen, sich da irgendwelche Gänge versuchen zu hacken, zu schlagen, sodass wir jetzt zu den Regeln von Kletterrank und Schlingpflanzen kommen. Es handelt sich hierbei um erstmal normales Dornenlicht. Das heißt, ihr müsst jetzt eine Fingerfertigkeitsprobe machen. Sie ist dadurch erschwert, dass das Ganze ja nicht so sehr dicht ist, aber dann doch maraskanisch ist diese Fingerfertigkeitsprobe erst einmal erschwert um 4. Und ihr könnt als Erleichterung eine Wildnisleben halbe abwürfeln. Das heißt, die THW, die ihr in Wildnisleben habt, halbiert, könnt ihr wieder als Erleichterung auf eure Fingerfertigkeitsprobe nehmen. Also die übrigen Punkte aus Wildnisleben halbieren dann. Nee, einfach nur Ich die habe auch so den Wildnis. Charisma gewürfelt, aber ich habe Einfach, ja, einfach nur, eins einfach wieder nur gut. den Wildnislebenwert, den ihr habt, den THW, halbieren und den dann auf eure Fingerfertigkeitsprobe aufschlagen. Kritischer Erfolg beim Attributwurf. Schwierig. Ich habe auch so ein zweites Attribut gewürfelt, aber ist egal. Ich habe kritischer Erfolg. Fällt in den Wildnislebenwert mein Maraskan-Kundig noch ein? Klar. Ja. Cool, Qualität 7. Maraskan-kundig ist, glaube ich, eine Erleichterung von 3, ne? Oder 7? Ja, genau, Mehr. Maßkankundig ist immer Erleichterung 3. Gut, diejenigen, die es nicht geschafft haben, bleiben immer und immer wieder in diesem Dickicht hängen, reißen sich die Rüstung auf oder ja, schneidet ihnen ziemlich tief ins Fleisch, diese Dornen, sodass ihr 1 W6 Trefferpunkte. Da könnt ihr dann wieder eure Rüstung abziehen, falls ihr eine habt. Ansonsten sind die TP gleich SP. 1 W6. Das geht die nächsten, ja, Stunde. Ihr seid echt nicht weit gekommen, aber so eine Stunde seid ihr dann dabei, durch dieses Dickicht und Dornicht zu kriechen. Bleibt immer wieder hängen. Mal ist derjenige dabei, dann ja wieder zu helfen, muss dann zurückkriechen auf allen Vieren, um meinen hängengebliebenen Kameraden ja zu unterstützen. Dabei ist die Alchemistin selbstverständlich ziemlich gut dabei, aber andere haben es auch Probleme. Jetzt gerade die ziemlich einfachen Söldner, Otro und Dynar, die auch sehr damit zu kämpfen haben. Auch gerade dadurch, dass sie immer ihre Waffen noch auf den Rücken gespannt haben, bleiben sie immer wieder hängen, schneiden sich tief ins Fleisch. Und wenn ihr dann nach, wie gesagt, dieser eine Stunde hindurchgekrabbelt seid, dann wieder aufstehen könnt und euch dann so einen kleinen Platz freischlagt mit euren Haumessern, wo ihr euch dann wieder sammeln könnt, könnt ihr sehen, wie viele rote Striemen über euren Körper gezogen sind, wie auch die Rüstung, wenn ihr eine tragt, also Leder oder so etwas, ziemlich arg in Mitleidenschaft gezogen ist. Müsst ihr euch erstmal wieder befreien und ja, werdet durch euer Blut auch teilweise weiter abgetarnt, wenn ihr da hier steht oder auch hockt, so wie Bibonus es gesagt hat, und einige rote Kletten, die sich ebenso an eure Rüstung gepinnt haben. Ja, Brindisian ist irgendwie, sieht fast am verkratztesten von allen aus. Er hat überall rote Schlieren, allerdings kommt er in den Händen dann mit einigen Schoten an, die er dann vor euch aufbricht und da so schwarze Kerne rausholt.
und geht da rum und verteilt jeden, an jeden einen Tierbruderschwestern. Esst die, die stärken euch etwas. Okay. Aber esst nur einen. Nimmt man sich einen einfach so in den Mund stecken oder noch was anderes vorher damit machen? Einfach zerkauen. Okay. Dann steckt Rodrigo mal den Mund, zerkaut die, der Hoffnung, dass der Schmerz dieses wahrscheinlich doch sehr scharfen Essens immer wieder erlöst und vom Dschungel ablenkt. Ja, Kasim tut es ihm gleich. Ja, also Brindijan selbst ist natürlich auch ein. Hast du hier nicht kurz schon deine Lebenslinie abgestrichen, Brindijan? Was hab ich? Auf deinem Token die Lebenslinie abgestrichen. Ah, Map tut es noch nicht, warte. Kann der meistens immer besser sehen. Genau, bei Fantasy Grounds ist natürlich auch aktuell mit Lebenspunkten und so, aber da kann ich nicht reingucken, wenn ich gerade nicht auf dem Reboot-Test-Stop bin. Hier unten habe ich die Dinge verfrachtet, Brindijan. Oh, das ist ja schön, Bruder, Schwester. Wo habt ihr die denn gefunden? Nimmt sie dir auch einen Kern ab? Oh, da sind wir gerade dann vorbeigelaufen. Ein paar Schritte weiter hinten an dem Baum bei einer Ranke. Ah, ausgezeichnet. Sehr schön. Kennt ihr euch denn mit der Horusche aus? Mit was? Der Horusche. Was ist Horusche? Ist das diese Pflanze hier, dieser Kern? Genau, das ist ein Horuschenkern. Okay, nein, ich kenne mich damit nicht aus. Das erzählt mir. Also er wirkt etwas kräftiger. Die Wirkung hält ungefähr bis morgen an. Bei manchen länger, bei manchen weniger. Aber ihr müsst auf jeden Fall darauf aufpassen, dass ihr immer nur einen esst, bevor die Wirkung verflogen ist. Ihr seid kräftiger. Ihr werdet es merken. Es ist leichter für euch, eure Sachen zu tragen. Ja, danke schön. Ja, Alan. Das tue ich schon, seit ich aufgewacht bin, aber ich gehe vorne. Das heißt, es merkt keiner, wenn ich auf dem Zahnfleisch gehe und deshalb so langsam bin. Ephadaios, ihr wolltet eben etwas sagen, Bruder, Schwester? Ja, wenn man hier zu viele von diesen Kernen zerkaut, wird man abhängig oder was ist da los? Aber sie schaden dir, Bruder, Schwester. Sie sind leicht giftig, wenn man nur geringe Mengen isst. Dann haben sie eine positive Wirkung, aber wenn es zu viele ist, dann wirst du Schaden nehmen, wirst Übelkeit bekommen. Also, was bekommt man dann, wenn man davon zu viele nimmt? Aber sagen wir mal, ich esse zwei oder drei Stück davon. Was passiert dann wohl so ungefähr? Dir wird erst einmal übel werden bei zwei oder dreien. Das wirst du schon merken, aber wenn du mehr davon isst, dann... Haben die einen sehr eigentümlichen Geschmack, den man irgendwo ins Essen unterrühren könnte? Ich glaube, die haben keinen besonderen Geschmack. Danke für die Information. Man sieht ein böses Lächeln auf Rodrigos Gesicht. Das wird uns vielleicht weiterhelfen, wenn wir mal die Wachen ablenken müssen, die bin ich. Ja, gut. So, wie lange machen wir jetzt hier noch Pause? Also ich kann noch. Da vorne geht's irgendwie so langsam voran. Gar nicht. Wir wollten uns nur sammeln und dann Schützenreihe wieder aufnehmen. Ja. Ja, man nickt Wirbon einfach nur zu. Und. Ja, und Rico wartet in der Hocke, bis die Schützenreihe sich fortbewegt, um dann aus der Hocke aufzustehen und dann erst weiterzugehen. Perfekt. Ja, Emira Misabu wird sich dann während des Weges noch hier und da mal ein paar Blätter abzupfen. Und während sie dann ziemlich gemütlich durch diesen maraskanischen Dschungel geht, ab und zu mal hier und da mal ein bisschen was abhackt, könnt ihr sehen, wie sie sich eine Pfeife ansteckt, die Blätter dann hineintut, sich die Pfeife dann anmacht und genüsslich zieht. Oh, ich ist das Ganze ein Waldspaziergang, oder? Ja, selbstverständlich. Deswegen halte ich mich auch öfter mal hier auf, Bruder, Schwester. Die Welt ist schön und Maraskan gerade. Freiwillig. Naja, sonst kann man die Schöne doch nicht bewundern. Ihr Maraskaner. Hier, guck doch einfach mal. Dies ist eine Orchidee. Zeigt dir dann... paar Blätter beiseite, kannst du sehen, wie da eine ziemlich hübsche, gelb-blaue Orchidee hier versteckt war, zwischen den roten Blättern und, ja. Aha. Und was macht die? Riech doch einfach mal dran. Riecht sie mich dann um? Die macht gar nichts, sie ist auch nicht giftig. Einfach mal dran riechen. So etwas habt ihr bestimmt noch nie gerochen. Dann neigt sich ein wenig vor, riecht vorsichtig an dem Ding, wartet immer noch, dass da im nächsten Moment der Dämon rausspringt. Nein, da springt kein Dämon raus, aber du hast jetzt eine Viertelstunde lang Niesanfälle. Ihr habt gesagt, die wäre nicht giftig! Sie ist doch auch nicht giftig.
Aber jetzt bin ich am Fließen, bin blöder! Deine Nase schwillt ein bisschen an und wird rot. Kannst den Rotz in deiner Nase bemerken, wie er dir irgendwie alles raubt, gerade an Gerüchen, an Geschmack und ja, es ist echt ätzend. Also gut, wir sollten weitergehen. Also gegen Mittag macht ihr wirklich eine Pause. Das wird nicht unbedingt besser. Die Mücken bleiben diesmal allerdings fern, sodass ihr dann ja, auf dem einen oder anderen umgestürzten Baum, den ihr findet, dann sie euch zurechtrollt und dann mitten im Dschungel ja, so ein kleines Lager euch gemacht habt. Die ersten fangen auch dabei gerade an, sich die Füße ja, zu befreien, also die Stiefel auszuziehen und ihr könnt dann auch sehen, wie ja, bei dem einen oder anderen die Füße aufgequollen sind, auch gerade bei Ragnar, bei einigen Söldnern, die euch begleiten, die Seemänner, die freiwillig dabei sind. Die Füße sind aufgequollen, schwammig, blutend und man fängt jetzt gerade damit an, die blutenden Füße zu verbinden mit Mull oder mit Bandagen, sodass ja, man jetzt weiterlaufen kann und nicht erstmal den restlichen Tag ausgeschaltet ist. Gott, mein Freund, du musst ein wenig mehr laufen in deiner Freizeit. Und er geschüttelt nur den Kopf. Ja, Ragnar selber sagt nichts, guckt ein bisschen traurig auf seine Füße. Bis dann neben dir die Alchemisten sich hinsetzt. Er ist den ganzen Tag schon so still. Ist euch das noch nicht aufgefallen? Ja. Hat vielleicht einen schlechten Tag. Ist vielleicht nicht so glücklich im Dschungel. Ist ja auch ein Stadtkind. Meine Mann, bei den Füßen, da wäre ich auch nicht glücklich. Ich glaube, das liegt daran, was er in der Nacht erlebt hat. Ja. Ja, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, werde ich mal mit ihm darüber reden. Er hat einen Menschen getötet, hat er gesagt. Hat er mir im Vertrauen erzählt. Der ist das immer der Schwerste. Ich hatte zum Glück noch nicht das Verlangen oder die Not, dass ich jemanden töten musste. Sagen wir Not. Der war bei euch der Erste. Das war ein Wachmann, der meinte, ich glaube, dass er sogar wahnsinnig geworden ist in Selim, der meinem Herrn zu nahe gekommen ist, den ich beschützen sollte. Ich habe einfach nur zugeschlagen und wie das manchmal so ist. Ich wollte ihn eigentlich nicht so böse verletzen, aber ich habe auch mal eine Kraft unterschätzt und ich habe ihm die Kehle aufgeschlagen. Er ist dann gurgelnd, gluggernd, verblutet auf dem Boden. Vor allem, weil ich nicht anhalten durfte, um ihn zu versorgen. Ich musste direkt weiterziehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das aus Versehen passiert. Sagte Jalan, ihr seid auch schon ziemlich, mit Blessuren versehen. Ihr habt ein Auge verloren. Ihr müsst darüber nicht sprechen, aber vielleicht hilft das Ragnar dabei zu verstehen oder so. Wer war euer Erster? Kommt drauf an. Zählen Orks? Bestimmt. Also, bin mir nicht ganz sicher. Ist es denn einfacher, Orks zu erschlagen, als Menschen zu töten? Tendenziell schwieriger. Kommt von Kasim. Sie sind stark. Und so stark wie dumm. Er hat recht, sie sind stark und ziemlich furchteinflößend mit ihren schwarzen Haaren. Ich habe von Ragnar gehört, dass ihr gefangen genommen wurdet, Kasim. Das hat er mir in der Küche erzählt. Er nickt. Ja, ich sollte eigentlich vom Raschelswall aufbrechen in Richtung Gareth und dort eine Botschaft an einen auswärtigen Magister überbringen. Ich war gerade an Ragat vorbei, da hat mich ein paar Orks aus dem Hinterhalt angegriffen und mich niedergeschlagen. Mich in irgendeinen dunklen Keller verfrachtet und dort wurde ich dann befreit von diesen netten Herren und man nickt mal in Richtung Rodrigo. Habt ihr denn auch schon mal jemanden getötet? Er nickt. Wann war das? Was war denn das für einer? Was hat er euch getan? Naja. Der Erste? So als Frage zu ihr? Der Erste ist doch immer der Schwerste, oder nicht?
Es kommt auf die Motivation an. Raus spielt gerade ein bisschen mit Magnus. Wenn man im Rastulzwall unterwegs ist, im eisigen Winter, im Schneesturm und ein paar stinkende Ferkiner sich über deine Nahrungsmittel hermachen wollen, dann hast du die Wahl, entweder du stirbst oder sie. Die Entscheidung ist einfach. Und dann habt ihr Magie gewirkt oder habt ihr ihn mit eurem Stab erschlagen? Im direkten Kampf sind Ferkiner unglaublich zäh. Aber ich habe sie zerfetzt. Ja, dann, ihr hattet die Frage noch nicht beantwortet. Das war also ein Ort? Ja, ich war mit meinem Wertvater in Weiden unterwegs. Und wir stießen auf der Jagd zufällig auf einen kleinen Trupp Orks, den hier wohl gelagert hatte. Und ich war nicht sehr alt zu diesem Zeitpunkt. Und in der Panik gab ich meinem Pferd die Sporen und ritt einen von ihnen über den Haufen. Man erzählte mir hinterher, er sei noch an Ort und Stelle liegen geblieben. Also ihr kanntet seinen Namen nicht, oder er war einfach nur da und ihr habt sie dann gefunden? Ja, wir verfolgten eigentlich eine Wildsau, die sie dann wohl vor uns gefunden hatten. Wie sieht es mit euch aus, Magister Brindigian? Habt ihr schon mal jemanden getötet? Einen Menschen musste ich zum Glück noch nicht zu Bruder Boron schicken. Ein paar Ungeschaffene waren schon dabei, aber da, das geht einem leicht übers Herz. Meint ihr damit Dämonen oder diese Hafaias? Das sind doch auch Menschen. Die Hafaias sind keine Menschen mehr, sie sind kein Teil der Schöpfung mehr. Sie haben ihre unsterbliche Seele den jenseitigen Sphären verpfändet. Damit haben sie sich quasi selbst aus der Schöpfung getilgt. Und aus dem ewigen Kreis. Sie wandern in die Seelenmühle. Man kann sie doch zurückholen, oder nicht? Es gibt Techniken, ein paar wenige, seltene, willensstarke, die es schaffen, einen solchen Pakt zu brechen. Aber die Ausnahme. Man betet zum Herrn Paios und segnet vorher den Scheiterhaufen. Das ist der einzige Weg, jemanden vor der Seelenmühle zu bewahren. Nein, das stimmt so nicht. Dass ihr euch hier hinstellt und meint, ihr wüsstet mehr als die Kirche. Ich werde das in Bezug auf die Kirche nicht kommentieren, aber es ist möglich, einen Pakt durch reine Willenskraft und Zauberei zu brechen. Willenskraft und Zauberei. Apropos Kirche, sagte Fadaios, habt ihr schon einen Menschen getötet oder tut ihr so etwas nicht? Magnus, ich bin. Was? Mein erstes Mal. Oh, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und ihr seht, wie sein Gesicht sich aufhält. Das war auf Gylfalos, heißt die Insel. Es war eine bezaubernde Perlentaucherin. Ich glaube, sie hatte einen Freund, aber... Was? Habt ihr die umgebracht? In Efferts Namen, nein. Wir haben uns geliebt in dieser Nacht. Ach, Ephardaios, aufmerksam wie immer. Ich find's erfrischend. Und nachdem man euch fand, habt ihr ihren Liebhaber im Duell erschlagen. Elikara wird ein bisschen rot, wenn du das so sagst. Das meinte ich eigentlich gar nicht. Sowas wollte ich gar nicht wissen. Kasim blickt verständnislos in die Runde. Ihr habt doch gerade über euer erstes Mal geredet, oder? Ja, aber doch nicht Sex. Über sowas redet man doch nicht. Warum, Elikara? Hattet ihr das erste Mal noch nicht? Und Rigo lächelt sie mal an. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Ich wurde früh ausgebildet. Meine Eltern haben mich dahin geschickt und ich hatte alle Hände voll zu tun. Und natürlich hatte ich mein erstes Mal schon. Kasim guckt zwischen ihr und Rodrigo hin und her. Wo ist das Problem? Eine schöne Frau, ein schöner Mann oder ein akzeptabler Mann, ne? Ja, Rodrigo. Ja. Im Moment fühle ich mich etwas stinkend mit dieser Paste, aber ansonsten halte ich mich schon für anziehend, ein Stück weit. Ja, wir stinken hier doch heute alle. Das stimmt wohl.
Stellt euch über Kasims Kopf 3 Fragezeichen vor. Jedenfalls bin ich mir sicher, dass Ragnar Heldenmund bei Zeiten wieder zu Mut finden wird. Er hat schließlich das Werk der Götter verrichtet. Ansonsten, Alchemistin, lebt eure Gefühle immer aus, und wenn ihr einen Mann oder eine Frau seht, die euch gefällt, dann sagt ihr das am besten so direkt. So verschwendet man am wenigsten Chancen. Klappt nicht immer, aber... Plötzlich könnt ihr sehen, wie etwas im Gebüsch raschelt. Man schaut mal so dahin. Und etwas unentspannt, aber noch nicht die Waffe in der Hand, schaut mal Richtung Gebüsch, was denn da so wackelt. Irgendetwas Schwarz-Weißes sitzt da drin. Zwischen dem roten Blätterdach gar nicht so sehr getarnt, aber es sitzt noch tief drin, sodass es sich gerade nicht bewegt.